Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zum ersten Halbfinale der PAX United Euro 2020, Leute. Es dauert nicht mehr lange und dann wissen wir, wer hier die eigene Euro 2020 auf meinem Kanal gewinnt. Und schon, ja, was heißt, vielleicht, also wenn das passiert, ne, wenn diese Mannschaft nächstes Jahr dann Europameister wird, dann war es wirklich endgültig komplett. Wir haben drei Nationen, denen ich das wirklich zutrauen könnte, dass die Europameisterschaft gewinnen. Einmal das Halbfinale 1, Niederlande, Belgien, könnte sogar ein Finale sein vom Ding her, ne? Und dann haben wir noch das Halbfinale 2, was morgen stattfinden wird. Halbfinale 2 zwischen England und Polen. Ich habe 4 Booster am Start, wie immer. Sollte es nach diesen 4 Boostern unentschieden stehen, 0-0, 1-1, 2-2 etc., dann gibt es so lange Booster, also ich öffne dann so lange Booster, bis ich, ja, einen Gewinner habe. Es kann sein, dass der 5. Booster dann schon im ersten Pack halt ein Niederländer drin ist und dann zack, quasi wie ein Golden Goal. Die erste Karte entscheidet, dann ist es vorbei. 4 Booster, let's go. Niederlande gegen Belgien. Die meisten von euch waren für die Niederlande, muss ich sagen. Also allgemein, ihr könnt gerne mal euren Favoriten reinschreiben. Niederlande, Belgien, England, Polen. Wer wird Europameister von diesen 4? Dann gibt es natürlich noch das Spiel um Platz 3 und auch noch das Finale. Ist ja ganz klare Sache, ne? Let's go. Jetzt aber erstmal das erste Halbfinale und es ist so warm, ne? Meine Hände sind schwitzig, ich kriege die Booster gar nicht auf. Niederlande gegen Belgien. Wir starten mit Federico Bernardeschi aus Italien. Dann haben wir den Schweizer Lichtsteiner. Olat aus der Türkei. Zakaria aus der Schweiz. Christi aus Irland. Und Samuel Umtiti aus Frankreich. Oh, Cristiano Ronaldo ist aber leider nicht mehr im Turnier. Die, Portugal, ich schaue auf meine schlaue Liste, ist gegen die Niederlande rausgefallen. Also rausgeflogen. Marco Reus, Gamechanger nicht, sondern Fans-Favorite. Dann haben wir hier Doivio aus Finnland, Lawrence aus Wales, Rashford aus England. England benötigen wir morgen und Brozovic aus Kroatien. Somit 0-0 nach 45 Spielminuten. Das wird spannend. Mal gucken, zweite Halbzeit, John Stones, Niederlande gegen Belgien, Hakan Calhanoglu, Granit Xhaka, Chipchio, Cenk Tosun und Joe Allen. Entscheidet das letzte Pack, Leute, entscheidet der letzte Booster, wer hier ins Finale einzieht. McGregor, Larsson, Kramaric, Pickford, Doherty, Nagy, Jorginho und Henriksen. Der letzte Booster bringt nicht die Entscheidung. Das heißt, wir müssen rein in die Verlängerung. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich hier mein Display und ich nehme jetzt so lange Booster raus und öffne die, bis ich einen Niederländer oder einen Belgier gezogen habe. Also Niederlande oder ein Belgier. Die erste Karte ist immer die Karte, wo die Spieler vorher drauf sind. Also sofort, wenn wir die erste richtige Karte haben, es ist vorbei. Und es ist vorbei. Romelu Lukaku schlägt die Niederländer raus. Wir können ja mal noch die anderen Karten hier angucken. Harry Kane, Pukki. Es wäre eh kein Niederländer mehr dabei gewesen. Der erste Verlängerungsbooster bringt hier die Entscheidung. Romelu Lukaku mit dem Doppelpack. Wir sagen einfach, 2 Tore hat Lukaku in der Verlängerung gemacht. Doppelpack, Romelu Lukaku, Gamechanger. Holy shit, Mann. Also Belgien zieht ins Finale, Niederlande hat auch noch ein Spiel, nämlich das Spiel um Platz 3 gegen England oder halt gegen Polen. Weil das Halbfinale 2 gibt's morgen. Ich bin jetzt hier raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Mir macht es wieder mega viel Spaß. Und nach der Euro, Leute, nach dieser Euro wird es auch nochmal richtig abgehen. Kann ich euch nochmal versprechen hier. Da habe ich auch schon was, nochmal was Neues geplant. Ich bin jetzt hier raus. Haut rein und tschüssi.